Die Gentherapie ist ein neuer Therapieansatz in der Hämophilie, der das Potenzial dazu haben könnte, Patienten voraussichtlich für Jahre weitestgehend unabhängig von Faktorinfusionen zu machen. Bei der lebenslangen Infusionstherapie mit einem Gerinnungsfaktorpräparat schwankt der Faktorspiegel zum Teil sehr stark. Patienten müssen stets darauf achten. Trotzdem kann es zu langfristigen Beeinträchtigungen, zum Beispiel durch Mikroeinblutungen, kommen. Die Gentherapie könnte eine Alternative sein. In der derzeit am weitesten fortgeschrittenen Technik wird in der Regel die leere Proteinhülle eines adeno-assoziierten Virus, kurz AAV, mit einer funktionstüchtigen Kopie des Gens ausgestattet, das für die Eigenproduktion des Gerinnungsfaktors verantwortlich ist. Der AAV-Vektor schleust die Kopie in die Leberzellen ein. Dort ergänzt sie das defekte Gen und sorgt dafür, dass der Gerinnungsfaktor vom Körper gebildet wird. Von nun an hält die Leber einen weitgehend konstanten, deutlich höheren Faktorspiegel aufrecht. Nach derzeitigem Kenntnisstand sind zusätzliche Faktorgaben für lange Zeit nicht mehr erforderlich. Da bei der Verwendung eines AAV-Vektors das funktionelle Gen bei Zellverlusten oder Teilungen mit der Zeit verloren gehen kann, bietet eine ausgewachsene, möglichst gesunde Leber die besten Voraussetzungen, um diese Art der Gentherapie bei Hämophilie erfolgreich anzuwenden. So bleibt das funktionale Gen über viele Jahre erhalten und ermöglicht ein weitgehend blutungsfreies Leben. Engmaschige Kontrollen, zumindest zu Beginn der Therapie, helfen, den Therapieerfolg zu kontrollieren und zu sichern. Bei Hämophilie B hat das einzuschleusende Gen eine gute Größe für den AAV-Vektor. Zudem steuert dieser die betroffenen Zellen in der Leber, die Hepatozyten, an. Basierend auf den bislang vorliegenden Daten geht man daher von einer guten Langzeitwirkung dieser Gentherapie aus. Bei Hämophilie A muss das funktionale Gen zuerst gekürzt werden, um in den AAV-Vektor eingebaut werden zu können. Dieser kann außerdem nicht exakt die eigentlich betroffenen Zellen der Leber ansteuern. Trotzdem hat sich die Gentherapie auch bei Hämophilie A in Studien bewährt und die Lebensqualität verbessert. Wie lange die Wirkung im Einzelfall anhält und ob es unerwünschte Langzeiteffekte gibt, lässt sich heute nicht abschließend beurteilen. Dennoch könnte eine Gentherapie zukünftig die Chance auf viele weitgehend beschwerdefreie Lebensjahre eröffnen.